So, auch hier wollen wir noch unsere Pflicht tun, fragen, ob jemand den Preis in der Kategorie Politik entgegennehmen möchte für das Cyberabwehrzentrum. Herr Friedrich ist nicht da, glaube ich. Nein, auch sonst keiner. Gut, können wir uns das sparen. Nochmal kurz zu unserem Laudator von eben, Dr. Rolf Gössner. Sein Scharfsinn ist schon bemerkenswert, geradezu verdächtig bemerkenswert. Und er wurde auch vom Verfassungsschutz überwacht, jahrelang, jahrzehntelang. Das begann in seiner Studentenzeit. Da hat er sich ja mal als Kandidat aufstellen lassen, vielleicht nicht bei der richtigen Partei, ich weiß es nicht. Und so begann das damals mit der Überwachung. Und die hörte auch nicht auf, als er dann begann, als Rechtsanwalt zu arbeiten und ging immer weiter, bis vor kurzem. 38 Jahre lang wurde er vom Verfassungsschutz überwacht. Und manch einer wäre in so einer Situation wahrscheinlich paranoid geworden, Rolf Gössner nicht. Sein Widerstand war immer ganz ruhig, durchdacht, unaufgeregt, so wie das seine Art ist. Und so hat er diese Überwachung in aller Ruhe weggeklagt. Nach 38 Jahren, unser allerhöchsten Respekt, Dr. Rolf Gössner. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist die Kategorie Verbraucherschutz. Die Laudatio hält Franz Valenta vom Forum Informatiker, Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Herzlich willkommen, Franz Valenta. Der Big Brother Award 2012 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Blizzard Entertainment, eine Abteilung der Firma Activision Blizzard, die aus einer spielerischen Freizeitbeschäftigung am Computer eine Schlacht mit einem siebenköpfigen Drachen um die Privatsphäre gemacht hat. Ein erster Sieg ging an die Online-Rollenspielerinnen und Spieler, aber der Drache ist nur leicht verwundet und rüstet nach. Wer sich mit Sagengestalten und Fantasy-Literatur beschäftigt hat, weiß, Drachen, vor allem mehrköpfige Drachen, werden oft als Sinnbild für das Böse benutzt. So wie Herakles in der griechischen Mythologie als zweite von insgesamt 12 Aufgaben die Hydra besiegen musste, bekommen auch Online-Spieler die Macht dieser Drachen zu spüren. Und das nicht nur im Rahmen der zu lösenden sogenannten Quests. Es gibt einen Drachen, der die Spieler ständig begleitet, ohne dass ihnen seine Gegenwart bewusst wird, weil er nicht sichtbar ist. Er versteckt sich nämlich in den Nutzungsbedingungen, erfolgreich getarnt in seitenlangen Texten, die erfahrungsgemäß einfach weggeklickt werden, damit man endlich ins Spiel kommen kann. Deswegen möchten wir Ihnen einmal zeigen, wie so ein Drache aussieht und welche Bedeutung er für die Spieler hat. Eine Hydra besitzt zum Beispiel 9 Köpfe, 8 Sterbliche und einen Unsterblichen. Wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen gleich 2 neue Köpfe nach. Der Drache bei Blizzard Entertainment und anderen Online Rollenspielanbietern, wie zum Beispiel vom zweiten Marktführer Electronic Arts, hat er ganz ähnliche Eigenschaften. Es war einmal eine Zeit, um das Jahr 2004, 2005 herum, als Online-Rollenspieler sich einen coolen Fantasienamen ausdachten und ein verwunschenes Passwort, damit sich die Tore zu den Dungeons der virtuellen Welten für sie öffneten. Das reichte dem heute prämierten Blizzard-Drachen im Jahre 2009 nicht mehr. Er wollte alle Spieler in seinem gleich für mehrere Spielsysteme einheitlich gültigen Account-System erfassen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Spieler gezwungen, sich mit einer existierenden E-Mail-Adresse anzumelden. Andere Spielsysteme folgten diesem Beispiel. Die Waffe des Drachen für diesen Schlag gegen die Privatsphäre war der erste seiner 7 Köpfe, die Änderung der Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsbedingungen sind quasi das unsterbliche Oberhaupt der Spiele. Sie zwingen den Nutzer eines Spieles,
alle vorgegebenen Bedingungen ausnahmslos zu akzeptieren. Ohne einen Klick auf den Accept-Button erhalten Sie keinen Zugang zur sogenannten World of Warcraft und andere virtuelle Spielewelten. Damit verzichten die Spieler auf alle Persönlichkeitsrechte, die sie gegebenenfalls in Bezug auf Nutzerinhalte haben. So steht es wörtlich in Blizzards Bedingungen und räumen dem Spielehersteller sehr weitgehende Eingriffe in ihre Privatsphäre ein. Zum Beispiel muss jeder Nutzer einem permanenten Arbeitsspeicher-Scanning während der Laufzeit des Spiels durch die herstellereigene Software, bei Blizzard heißt sie Warden, bei Electronic Arts Origin, zustimmen. Hierbei wird auch die gesamte Prozessoraktivität erfasst. Entwickelt wurden diese Programme, weil viele Spieler mit sogenannten Bot-Programmen über Nacht Gold gesammelt oder ihre Spielstärke erhöht haben. Das hat einen Großteil der Spieler verärgert und die Hersteller wurden aufgefordert, zu reagieren. Mit dem Arbeitsspeicherscan sollten diese Schadprogramme nun aufgespürt und Schummeleien beim Spiel verhindert werden. Was mit den dabei gesammelten, auch spielfremden Informationen beim Hersteller passiert, ist völlig unklar. Das veranlasste die Electronic Frontier Foundation und andere Bürgerrechtsgruppen, diese Technologie als Spyware einzustufen. Der nächste Drachenkopf mit der Lizenz zum Spionieren ist die Erlaubnis zur Chataufzeichnung. Das betrifft die gesamte in kleine Chatfenster eingetippte Textkommunikation im Spiel. Immerhin, bei Blizzard werden Audio-Chats nicht gespeichert, da die automatisierte Auswertung wegen der zahlreichen Dialekte technisch wohl zu aufwendig wäre, zumindest im Augenblick noch. Sehr ergiebig für die Schnüffeleien unseres Datendrachen ist dagegen die Spielverlaufsprotokollierung. Hierbei werden alle Handlungen des Spielers chronologisch erfasst. Damit man aber nicht so direkt merkt, dass hier eine Vorratsdatenspeicherung mit Anlage von Bewegungsprofilen stattfindet, hat man die Erfolgsstatistik eingeführt. Lobende Einträge gibt es zum Beispiel für Kämpfe, für Spieler gegen Spieleraktionen, das Absolvieren von Dungeons und Schlachtzügen, für von der Spielfigur erlernte Berufe, für den erworbenen Ruf der Spielfigur und die Teilnahme an sogenannten Weltevents. Nicht nur Spieler können die eigenen Ergebnisse betrachten. Im Prinzip kann jeder, der den Spielewelt und Charakternamen kennt, über das sogenannte Arsenal Informationen im Internet abrufen. Dort kann dann ermittelt werden, wer wann, wie lange und wie oft gespielt hat. Anhand der über eine längere Zeit beobachtete Spielweise lassen sich für jeden Spieler Persönlichkeitsprofile ableiten. Im 2005 eingereichten und 2007 veröffentlichten US-Patent 20070072676, eingetragen auf einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von Google, wird detailliert beschrieben, wie die aufgezeichneten Spieleigenschaften, die im Chat verbrachte Zeit, das Verhalten beim Tauschhandel, die Erforschung von Gebieten, die Entscheidung bei Konfliktsituationen, eine ruhige oder eine aggressive Spielweise und die Risikobereitschaft eines Spielers für gezielte Werbung ausgewertet werden können. Psychologen können daraus durchaus ablesen, wer eine militärische Laufbahn einschlagen könnte, wer in der Bankbonität herabgestuft werden sollte, wer wegen seines rüpelhaften Verhaltens gemieden werden sollte, wer potenziell spielsüchtig ist oder wahrscheinlich arbeitslos. Einzelne Spielaufgaben wirken, als wären sie speziell für das Casting von Rekruten in Spezialeinheiten vorgesehen. Hier müssen die Spieler zum Beispiel gezielt Zivilisten töten oder Geständnisse per Elektroschockfolter erzwingen. Solche Aufgaben erinnern stark an das Milgram-Experiment von 1961. Hierbei wurde die Bereitschaft durchschnittlicher Menschen getestet, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie im direkten Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Das Feldversuchslabor unseres Drachenschöpfers Blizzard Entertainment zeichnet alles auf. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich Organisationen auszudenken,
die an solchen Spielerprofilen großes Interesse haben dürften. Solange ich mit meinem Avatar anonym unterwegs bin, macht mir das alles nichts aus. Mag mancher Spieler gedacht haben, bis die Freundeslisten eingeführt werden sollten. Mit dem Real-ID genannten Freundschaftssystem wären die Nutzerinnen und Nutzer von Diskussionsforen gezwungen gewesen, ihren echten Namen öffentlich anzugeben, anstatt mit einem Pseudonym spielen zu können. Hintergrund auch hier: Die Spieler forderten, dass der Hersteller gegen pöbelnde Mitspieler vorging. Blizzards Antwort: Dann personalisieren wir unser Angebot und wo wir gerade dabei sind, beziehen wir doch gleich auch unsere Facebook-Accounts und dortige Freundeslisten mit ein. Das Unternehmen teilte mit, damit werde ein verbesserter sozialer Aspekt in der Spielererfahrung ermöglicht. Immerhin ist die Funktion optional. Die Spieler müssen den Zugriff auf die Facebook-Freundesliste aus dem Blizzard-Spiel StarCraft II heraus aktiv erlauben. Ein Firmenmitglied lobte das Vorhaben mit folgenden Worten: Wenn der für Online-Unterhaltung typische Schleier der Anonymität gelüftet ist, wird dies zu einer besseren Umgebung in den Foren führen, konstruktive Unterhaltung fördern und die Community auf eine Art und Weise zusammenbringen, wie sie bisher nicht verbunden war. Den Spielern gefiel es allerdings gar nicht, plötzlich womöglich von Arbeitgebern oder Nachbarn als regelmäßige Online-Spieler identifiziert werden zu können. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich allein in den deutschsprachigen Foren über 12.000 Beschwerdeeinträge. Ein Shitstorm brach über den Drachen, über Blizzard und sein Battle.net herein. In den USA wollte daraufhin der Community Manager mit gutem Beispiel vorangehen und veröffentlichte unbekümmert seinen Klarnamen. Das hatte Folgen. Rasend schnell verbreiteten sich Adresse, Telefonnummer, Alter, Namen und Alter der Familienmitglieder, persönliche Vorlieben und weitere Details in den Internetforen. Nach 2 Tagen kam die Kapitulation. Man erklärte, dass es nicht nötig sein wird, reale Namen für das Verfassen von Beiträgen in den offiziellen Foren zu nutzen. Die Spieler mit ihren in den letzten Jahren immer mehr gewachsenem Wunsch nach Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte und ihrer Daten haben hier immerhin einen Teilsieg errungen. Blizzard erhielt im Jahre 2005 bereits den österreichischen Big Brother Award in der Kategorie Kommunikation und Marketing für das Ausspionieren von Arbeitsspeichern und Rechnerdaten. Wir verleihen den Big Brother Award heute für das ganze Zusammenspiel verschiedener Komponenten unter dem Stichwort Real-ID. Wenn sich die Spieler heute mit der gleichen E-Mail-Adresse, zum Beispiel in World of Warcraft und StarCraft II einloggen, sind sie damit auf Blizzards Battle.net-Server und können sehen, ob ihre Freunde bei den anderen Blizzard-Spielen online sind. Und sie werden natürlich auch gesehen. Durch Real-ID müssen die Spieler sich sehr gut informieren, mit mehreren Mail-Adressen arbeiten und ihre Spiele penibel voneinander trennen, wenn sie keinen Charakterfingerabdruck im Netz hinterlassen, sondern einfach nur ein bisschen in bunten spielerischen Welten abschalten wollen. Mit der gescheiterten Einführung von Klarnamen über die Real-ID hat der Drache zwar einen Kopf verloren, aber welche zwei werden bald nachwachsen? Denn Nicht-Einsicht und Spielerkomfort waren der Grund für diesen Teilrückzug, sondern massive Proteste und ein blauäugiger Marketingfehler. Mit ausgiebigen Protokollen von Spieleraktionen und Verhaltensmustern ebnen Blizzard und andere Online-Spielanbieter den Weg für personenbezogene Ingame-Werbung und Charakterprofile, die mit einer unbemerkt eingeführten Änderung der Nutzungsbedingungen problemlos Dritten zugänglich gemacht werden könnten. Damit uns keiner falsch versteht, wir halten Online-Spiele nicht für ein generelles Übel. Gerade die Firma Blizzard hat mehrere sehr kreative Spiele im Programm. Wir wünschen uns durch die Verleihung der Big Brother Awards und die damit verbundene Publizität, dass Blizzard seine Privatsphäre-Einstellungen überdenkt und die Spieler sich die Mühe machen, die Nutzungsbedingungen wirklich durchzulesen. Wir hoffen, dass von unserem Preis eine Signalwirkung für die ganze Branche zum Vorteil der Verbraucher ausgeht. In diesem Sinne,
Herzlichen Glückwunsch, Blizzard Entertainment, zum Big Brother Award 2012. Recht herzlichen Dank, Franz Valenta, jemand, der den Verbraucherschutzpreis im Namen von Blizzard entgegennehmen möchte. Nicht der Fall, haben wir uns schon gedacht. Ja, regelmäßige Besucher der Big Brother Awards Verleihung werden vielleicht Werner Hülsmann vermissen vom Forum Informatiker, Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, der ja sonst immer auch eine Laudatio gehalten hat. Er ist ebenfalls heute Abend da, hat das mit der Laudatio Franz Valenta überlassen. Werner Hülsmann ist aber nach wie vor Teil der Big Brother Awards Jury. Herzlich willkommen, Werner Hülsmann, genieß heute mal deine eher passive Rolle. Hallo. Applaus.